Diesmal wähle ich die erste. Was kann ich schon bewirken? Naja, alles. Ihr müsst nur aktiv werden. Ohne die EU könnten wir so vieles nicht. Nicht so einfach reisen, nicht so einfach in anderen Ländern leben. Gerade jetzt, wo politisch so viel los ist, finde ich es wichtig, auf die Vorteile der EU zu schauen. Worauf die Politikerinnen und Politiker im Europaparlament ja zwangsläufig hören müssen, sind unsere Stimmen beim Wahlergebnis. Shame on all of us. Die letzte Wahlbeteiligung lag bei 48% in Deutschland. Das ist halt echt traurig. Denkt nicht nur an heute und morgen, sondern an über und über übermorgen. Ihr werdet Kinder haben und die werden auch Kinder haben. Und was wir jetzt noch obendrauf verkacken, werden die nie wieder hinbekommen. Weil man momentan eben sehr deutlich sieht, dass Politik uns halt doch nicht egal ist. Das sieht man einfach ganz klar daran, wie viele junge Menschen in den letzten Wochen und Monaten auf die Straße gegangen sind für die Themen, die ihnen wichtig sind. Und man sieht das andererseits auch an der Wahlbeteiligung. Ein bisschen mehr als 61% der Deutschen waren wählen und das ist deutlich mehr als noch bei der Europawahl 2014. Aber ihr wisst ja, nach der Wahl ist vor der Wahl und aus der Diesmal wähle ich Kampagne wurde Gemeinsam für Europa. Und falls ihr euch da genau informieren möchtet, könnt ihr jetzt einmal auf den Link in der Infobox klicken. Da findet ihr alle Infos dazu, falls ihr euch engagieren möchtet. Okay.